Ein Gebäude in Gaza-Stadt geht in Rauch und Flammen auf. Eines von 150 Zielen, die Israels Armee bei ihrem jüngsten Großangriff auf die Palästinensergebiete beschossen hat, aus der Luft mit Panzern und Artillerie. Die Offensive gilt vor allem der islamistischen Hamas und ihrem unterirdischen Tunnelnetz, doch sie trifft auch Zivilisten. Die Vereinten Nationen fordern die Öffnung der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen. Dort drohe ohne Hilfslieferungen eine humanitäre Katastrophe. Wir sind alarmiert über die anhaltende Eskalation der Gewalt in den palästinensischen Gebieten und in Israel. Die Zahl der Toten steigt auf beiden Seiten und die Zivilbevölkerung leidet. Im Gazastreifen, in dem schätzungsweise 2 Millionen Palästinenser leben, haben die Kämpfe auch Auswirkungen auf den Zugang zu Wasser, sanitären Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und den Kampf gegen Covid-19. Mehr als 120 Menschen wurden seit Beginn der Eskalation vor knapp einer Woche getötet, die meisten auf palästinensischer Seite. Viele Menschen in Gaza sind obdachlos. Sie haben die Schulen für uns geöffnet. Wir haben sonst kein Dach über dem Kopf. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Seit gestern haben meine Kinder nichts mehr gegessen. Es gibt keine Matratzen zum Schlafen. Und dazu kommt noch die Corona-Krise. Wir wissen nicht, ob wir uns besser vor dem Coronavirus oder den Raketen schützen sollen. Wir wissen nicht mehr weiter. Auch die Hamas feuert weiter Raketen vom Gazastreifen auf Israel ab. Insgesamt waren es bislang rund 1.800 Geschosse, den fünften Tag in Folge. In vielen Städten liefern sich Palästinenser und Israelis teils heftige Auseinandersetzungen. Und auch in den Nachbarländern kommt es zu Protesten und Gewalt. Aus dem Libanon flogen 3 Raketen auf israelisches Gebiet. Ein junger libanesischer Demonstrant wurde an der Grenze tödlich verletzt durch Warnschüsse der israelischen Truppen.